Was geht ab, Mano Z-Fighter, Osiria? Und unser heutiger OP-Leader. Oh my, yeah. Der ist so verdammt nochmal OP. Er will direkt so gut wie jeden supporten. Ja? In dem Fall in Sachen Leader-Skill. Denn er gibt nicht nur der Super Saiyan 3 Kategorie ein Leader-Skill, nein, sondern auch Agility in und physisch. Vier? Drei Elementen und einer Kategorie gibt er seinem Leader-Skill von ganzen Key-Plus-2-HP eine 40%. Also da soll mir einer sagen, dass er Int Super Saiyan 3 Bardock besser ist als der hier. Da lache ich drüber, meine Freunde. Denn unser OP-Leader hier, unser Super Agility Super Saiyan 3 Bardock ist quasi... Ja, unser Leader, den wir heute uns ansehen werden, denn er ist so OP, wie gesagt, das haben wir uns ganz schon angesehen. Nein, Quatsch, jetzt mal ganz im Ernst. Also wirklich, diese OP-Leader-Reihe, das dürft ihr nicht ernst nehmen, ja. Ich mache ganz klar Spaß, Sarkasmus. Ich gehe hier hin und nehme quasi die abgespeckten Varianten der momentanen Leader, der aktuellen Leader, beziehungsweise an sich der Leader. In dem Fall ist ja in Super Saiyan 3 Bardock der Super Saiyan 3 Kategorie-Leader, aber es gibt auch eine abgespeckte Variante dieser. Ist in dem Fall nicht Free-to-Play. Das ist der SR Agility Bardock, der aus den Bannern droppt. Deswegen nehmen wir ihn hier als unseren OP-Leader für die Super Saiyan 3 Charaktere. Wohl angemerkt jedoch gibt es noch zwei weitere. Das sind zwei neue. Diese jedoch sind ein bisschen schwieriger zu erhalten wie dieser hier. Denn die, die ich meine, sind die neuen Super Saiyan 3 Charaktere. Vegeta und Vegeta GT sind auch Super Saiyan 3 Charaktere, wie ihr hier seht. Diese gibt noch physisch Boost. Die sind im Endeffekt, haben ein bisschen besseren Boost für die Super Saiyan 3 Charaktere wie der Agility Super Saiyan 3 Bardock, nämlich Ki plus 3, HP 50%. Selbes gilt für Super Saiyan 3 Vegeta GT, nur dann für die Super Saiyan 3 Charaktere und Tech. Warum nehme ich dann trotzdem Bardock? Weil dieser Bardock ist in dem Fall leichter erhältlich, da er ein SR-Charakter ist, kann ich euch gerne mal zeigen. Ihn könnt ihr dann mit den 21 Medaillen aus dem Super Saiyan 3 Bardock Doku-Element erwecken. Und genau, das ist unser, natürlich unser normaler, ja, Leader, metagerechter Leader. Und für die Super Saiyan 3 Charaktere, für die Kategorie. Aber der hier, den meine ich, den könnt ihr dann erwecken zum Super Saiyan 3 Bardock AGL mit den 21 Medaillen. Unseren OP-Leader von heute, schauen wir uns dementsprechend genau an in sein Super Saiyan 3 Team. Ich gehe daher, nehme quasi den OP-Leader, dann den normalen Leader und gehe da auf eine Stage. Wir werden dann auf die Stage von Super Saiyan 3 Bardock gleich gehen. Was kann der Dude Leader Skill, haben wir uns angesehen? Er macht Supreme Damage, Ferien Verteidigung. Er ist eigentlich wirklich solide, um echt zu sein. Attack plus 80%, wenn er eine Ulti macht. Und Verteidigung plus 80% für 5 Runden von Anbeginn des Kampfes, wenn er reinkommt. Sein linkses Overall sind auch sehr, sehr gut. Saiyan Warrior Race, Super Saiyan Prepared for Bad Experience Fighters, Over the Flash, Limit Breaking Form und Fierce Bad nimmt er ganz klar mit. Er ist in der Kategorie Reserve Warriors und Super Saiyan 3, ganz klar. Dementsprechend sieht mein Super Saiyan 3 Team folgendermaßen aus. Ich würde sagen, wir packen unseren OP-Leader, nehmen den schlechten normalen Leader in Super Saiyan 3 Bardock und gehen mal in das Event von Super Saiyan 3 Bardock. Alles klar, und da kämpfen wir schon quasi gegen Bardock. Um an der Stelle nochmal klarzustellen, wir bekommen von unserem OP-Leader für unsere Super Saiyan 3 Kategorie, ich habe ein Super Saiyan 3 Team hier ganz klar genommen, bekommen von ihm Ki plus 2, wo ist unser Dude hier, und auf jeden Attribut 40%. Und von den anderen Leader, den ich als Friend genommen habe, Super Saiyan 3 Bardock, bekommt die Super Saiyan 3 Kategorie Ki plus 3 auf jeden Attribut, beziehungsweise nicht auf jeden, sondern auf Attack mit 170%, auf HP 130%. Overall kommen wir wieder auf 242.000 HP bis jetzt. Ah, oh, wir sind natürlich gespannt, was hat unser OP-Leader hier drauf? Let's go, das wollen wir auf jeden Fall mal sehen. Und zwar legen wir mal, würde ich sagen, direkt los. Super Saiyan 3 Team ist wirklich richtig krass. Ihr dürft natürlich jetzt nicht Fett Damage erwarten. Ja, weil wir haben unseren OP-Leader, sein Leader ist gesagt, so OP, da denkt er sich, ja, ich gebe einfach nur 40%. Also ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Leader-Skill von in Super Saiyan 3 Bardock. Dennoch werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, guten Schaden sehen. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr neu hier seid, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr in der Zukunft nichts verpasst. Jeder Unterstützer an der Stelle folgt mir auf jeden Fall und natürlich, by the way, lieben, lieben Dank für die 9000 erreichten Abonnenten. Immer, immer und immer weiter. Vielen lieben Dank dafür. Hat mich wirklich sehr gefreut. Gut, da haben wir schon gesehen, okay, wir haben ihn fast in der Runde genommen. Ja, fast, okay. Wir bekommen sehr gut Schaden, wir bekommen sehr viel Schaden. Wir müssen echt aufpassen. Ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen überhaupt. Bin aber eigentlich gute Dinger. Ich bin ja, um ehrlich zu sein, eigentlich guter Dinger. Dinge. Alright, jetzt haben wir unseren normalen Leader. Jetzt wollen wir sagen, schaut mal. Der kommt nicht mal auf eine Ulti. Deswegen, das ist... Unser OP-Leader, das war viel, viel besser. Raus mit diesem Bardock. Der kommt legit nicht mal auf eine Ulti. Okay, der kommt auch nicht auf eine Ulti. Wer kommt hier auf eine Ulti? Let's go. Hier, ja, unser Goku mit Typennachteilen. Egal, wir klatschen einfach mal dahin.
Und der sollte den trotzdem da rausnehmen an der Stelle. Genau. Genau. Also wie gesagt, wirklich, also Hand aufs Herz. OP, die da nicht ernst nehmen, ja. Das ist reiner Scherz. Was ihr ernst nehmen könnt, ist natürlich, dass ihr immer eine Alternative habt. Mit diesen OP-Liedern will ich euch immer eine Alternative zeigen. Wenn ihr den eigentlichen Lieder nicht habt, so wie ich, in dem Fall Super Saiyan 3 Bardock, aber den anderen, den Alternativen, ich nenne ihn gerne OP-Lieder, dann nimmt ihn. Das Team funktioniert auf jeden Fall auch. Das sehen wir hier nämlich. Genau, so, da ist unser OP-Lieder schon und ich glaube, der ist ready to go. Schaut mal, der hat 19.000 Defense, mehr als Gotenks, mehr als Super Saiyan 3 Gotenks. Wir müssen mal sagen, ich würde mal sagen, wir stellen ihn so auf. Und dann machen wir das Ganze mal so, denke ich. Wir lassen unseren OP-Lieder drinnen. Gotenks lassen wir auch drin. Angel Goku hauen wir mal raus, weil wir werden als nächstes erst gegen ihn kämpfen. Das heißt, wir haben einen Typen-Nachteil. Und an der Stelle machen wir das Ganze mal dann so. Ich glaube, ich komme auf keine Ulti. Ah, doch, hier. Alright, Frage ist, ob ich mich healen muss. Das ist legit eine Frage. Ich gehe mal auf Nummer sicher, okay? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich will auf jeden Fall versuchen, das zu schaffen, auch mit unserem OP-Lieder. Ja, das neueste Look-Event. Bin auch echt gespannt, ob wir das dann schaffen an der Stelle. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Let's go, schauen wir mal. Aber an sich wirklich, unterschätzt ihn nicht. Er ist halt wirklich, er ist in dem Fall kein Free-to-Play-Unit. Er ist nicht Free-to-Play. Er ist einfach zu bekommen, aber aus einem Banner. Ist ein Esse-Charakter. Deswegen nicht Free-to-Play, weil man dafür Stones ausgeben muss, ganz klar. 160.000, boah. Geiler Schaden. Da kommt Gotenks ja gar nicht ran, wenn ich ehrlich bin. Oder? Was macht Gotenks hier für einen Schaden? Ja, seht ihr mal. Nichts, nichts. Es. Nein, nein. Ja, schauen wir mal, was Kagott hier an der Stelle anrichtet, ausrichtet. Additional irgendwas? Na, Mist, jetzt bekommen wir Schaden sinnlos. Egal, egal, wir überleben das auf jeden Fall, denke ich mal. Das sollten wir auf jeden Fall überleben. Also wirklich interessant wird es dann wirklich in der allerletzten Phase, ob wir während der Periode, während den drei Runden einen Down bekommen. Darauf bin ich halt echt gespannt. Darauf bin ich wirklich gespannt. Ja. Schauen wir mal, ich setze da wirklich, wenn ich ehrlich bin, alles auf Broly und Super Saiyan 3 Angel Goku in der letzten Runde. Die haben natürlich Typenvorteil. Wenn ich mit Broly da wirklich sehr viele Orbs bekomme, wird er dennoch guten Schaden machen unter diesen Leaders. Uff, 1,7 Millionen unter den OP-Leads. Ihr seht jetzt, diese 40% machen auf jeden Fall was aus. Alright, dann gehen wir weiter. Super Saiyan 2 Bardock erwartet uns Strength-Type. Jetzt brauchen wir unsere Agility-Units. Aber oh, gut, denkst du mal mit. Oh, okay. Jetzt werden wir sehen, wie gut wir das tanken. Jetzt werden wir halt wirklich sehen, wie gut wir das tanken. Sache ist, Brokkoli wird sehr, sehr viel Schaden bekommen. Sehr, sehr viel. Weil seine Defense jetzt einfach ja, bei 10.000 ist. Wir wissen ja, wenn Broly da Orbs einsammelt, bekommt er zwar für jeden Orbs extra den einsammelt 12% auf den Angriff, aber minus 10% auf die Verteidigung. Jetzt meine Frage, sollen wir irgendwas aktivieren? Ich will eigentlich alles, fast so gut wie alles für die letzten Stages. Wisst ihr was? Doch, wir heben uns mal voll. Ja, ich will auch nochmal sicher gehen. Unser OP-Lieder wird auf jeden Fall gut tanken da an der Stelle. Ich habe da auf jeden Fall keine Bedenken. Dann machen wir das Ganze mal so. Let's go. Machen wir das Ganze mal so an der Stelle. Alright, alright. Jetzt bin ich gespannt, wie viel er tankt. Bekommen wir eine Ulti? Yes, wir bekommen an der Stelle auf jeden Fall eine Ulti. Was sagen wir? 40.000. Das ist wirklich solide getankt. Also jetzt mal Spaß beiseite. OP-Lieder, Alter, OP-Lieder. Seine 80% für 5 Runden, die machen uns auf jeden Fall auf die Verteidigung. Das merkt man auf jeden Fall. Solltet ihr den Dude auf 100% bringen, ist kein Muss. Also wirklich, eure Agility-Ops könnt ihr wirklich für jeden anderen Unit sparen. Aber ey, wenn ihr es macht, er ist solide, er ist wirklich nicht schlecht. Also unterschätzt das jetzt nicht, wenn ich ihn so in den Arm nehme. Aber er ist wirklich nicht schlecht an sich, wenn wir uns ehrlich sind. Seht ihr, Brokkolis macht. Ja. Er macht Damage, bekommt aber auch viel Damage. Das ist halt so typisch Broly-like. Naja, okay. Jetzt Schnulti. Ah, okay, haben leider keinen Crit an der Stelle. Ah, beziehungsweise ich habe gar keinen Crit bei dem. Anyways. So. Und so, jetzt was wir wollen, wir kämpfen gegen Int. Also den Goku wollen wir auf jeden Fall mal draußen haben. Für die nächste Runde. Ah, Broly haben wir drin gelassen. Egal, das sollten wir auf jeden Fall trotzdem irgendwie schaffen. Da bin ich gute Dinge. Das sollten wir auf jeden Fall packen. Gut. Ja, der Goku, sag ich. Der Bardock ist auf jeden Fall weg. 9 Schaden, like legit. OP-Leader, ich sag's euch, der Leader-Skill von OP-Leader, der ist 1A. Wir bekommen sehr, sehr wenig Schaden. Like, okay, 100% Extreme Zero, Goku, wisst ihr, der ist auf jeden Fall eine 1A-Bombe. Jetzt wird es aber interessant. Okay, oh, das sieht gar nicht gut aus. Wir bekommen nichts, sondern nein, physisch. Okay, das würde ich dann gerne Ghost Ashern. Hand aufs Herz, das würde ich halt echt gerne Ghost Ashern. Ja, das will ich auf jeden Fall gerne Ghost Ashern. Wir tun natürlich gerne trotzdem angreifen, so ist nicht.
Wollen aber sehr viele Orbs für Brokkoli haben. Machen wir mal so. Der muss sich unbedingt ulten. Brokkoli bekommt dann sehr gute Orbs. Tun das Ghost auch schon, wie gesagt, weil... Legit. Da werden wir schon gut Schaden bekommen, wenn wir keinen Typenvorteil haben gegen Barnock. Aber gut, jetzt wollen wir mal sehen, was für Schaden wir denn machen. Brawler sollte da auf jeden Fall einen guten Boost bekommen, auch von Super Saiyan 3 Goku GT durch seine Passive. Wir haben eigentlich eine gute Anzahl an Orbs eingesammelt, bin ich echt gespannt. Wenn Crit dabei ist, dann wird das auf jeden Fall ein guter Schaden. So, jetzt Brokkoli, das... Ah, ja, Typennachteil, wir brauchen ganz klar einen Crit. 1,5 Millionen haben wir, brauchen aber auf jeden Fall einen Crit, um da gut Schaden zu machen. Auf wie viel Schaden kommen wir? Leider kein Crit. Leider kein Crit an der Stelle. Anyways, gut. Wie sieht das Ganze aus? Wer Team? Ja, wir machen es auf jeden Fall so. Gotenks ist die Sache, wenn ihr mit ihm auf die 11-Key-Ulti kommen könnt, das ist seine stärkste Ulti, weil er greatly seine Angriff erhöht. Wir kommen leider nicht drauf, wenn ich ehrlich bin. So, mal gucken. Und zwar, was mache ich damit hier? Wenn ihr seht, Massively Raise Attack, nicht greatly, Massively sogar, das ist... ein sehr, sehr solider Boost, wenn mir alles täuscht. 100% oder waren es 120, glaube ich. Hört sich viel an, aber es war wirklich sehr, sehr viel. Und das andere macht sonst immense Damage und erhöht seinen Angriff, okay. Oder wollen wir die Verteidigung von Bardock senken? Wir erhöhen. Na, ist was? Wir machen das mal so, Wir verringern seine Verteidigung mit der Ulti. Wenn wir nachschauen. Und zwar steht hier dran: From 9 Key, also 19 Key, greatly lowers death. Machen wir trotzdem immense Damage. Passt an der Stelle. Und dann healen wir uns auf jeden Fall dennoch. Yes, mit dem hier, mit diesem Item healen wir uns auf jeden Fall. Unsere Verteidigung noch. Wir müssen halt echt mit Items kämpfen, ja, weil ich bin ehrlich. Unter dem OP-Lied werden wir trotzdem sehr viel Schaden bekommen. Und ich sage es immer und immer wieder, wenn ihr Events nicht auf Super Zeit schafft, dann versucht es auf sie hart und achtet auf eure Items. Achtet an sich immer auf eure Items, was ihr da mitnimmt. Ich nehme gerne Double Heal mit und dann zwei Items, wo ich komplett entweder annullieren kann, zielen kann, sofern man das im Event kann, stun kann oder Defense boosten kann, Damage Reduction kann. Sowas nehme ich gerne mit an der Stelle. So, Additional Ulti. Nice. Manch einer mag denken, ey, dieser Gotenks, ist der geduped? Nein, der hat legit kein Dupe. Level 5 Additional Attack. Ist schon oft aufgetreten. Auf jeden Fall sehr, sehr nice mit anzusehen. Gut. Also Kakarot ist unser MVP. Nice, nice. Also, ich sag ja, wer ist in Super Saiyan 3 Bardock, wenn wir unseren OP-Leader haben? Wir nehmen ihn legit auseinander. Die Ulti ist geil, mit einem Osaru im Background. Bam! Raus mit dir. Jetzt wird es aber sehr, sehr interessant. Weil jetzt haben wir nur 3 Runden. Jetzt brauchen wir unsere Tech-Units, auf jeden Fall. Oh, sehr, sehr gut. Da kommen schon gute Tech-Units rein. An der Stelle machen wir das dann so. Ja, wir machen das so. Bekommen wir Rainbow Orbs. Yes, für Super Saiyan 3 Goku, Angel Goku. Warum Rainbow Orbs? Pro Rainbow Orb, den er bekommt, erhält er weitere 10% auf seinen Angriff. 20%, sorry, 20%. Wow, da habe ich total vertan. Da hatte ich irgendwie einen Nuke von Broly dabei. Wobei das dann 12% pro Angriff sind. 20% heißt, wenn wir 120%. Wir gehen trotzdem auf Nummer sicher, um aktiven Icarus. 2 Runden lang Damage Reduction von 35%. Wir müssen hier auf jeden Fall rausnehmen. Wir müssen den Dude auf jeden Fall rausnehmen an der Stelle und wollen die ganzen Orbs natürlich für Broly behalten. Let's go! Let's go! Jetzt bin ich gespannt, wie die Schaden hier rausmachen. Unser OP-Leader gegen sich selbst! Also halt legit gegen sich selbst. Wie viel Schaden macht er an der Stelle? Was? So... Oh mein Gott, dieser Schaden ist... Man, der ist insane. Der Schaden ist... Oh mein... Ja! Yeah. Der ist wirklich gut. Was ist bei der Way mit meiner Friese los? Wäre ich auch zum Super Saiyan 3 oder was? Nice, fast 1 Million. Additional? Ah, keine Ulti an der Stelle. Naja. Ja, Broly, ich lege halt wirklich... Ich denke, Broly wird das auf jeden Fall reißen. Oh, eine Ulti, aber wir haben Gott sei Dank Icarus und Typenvorteil. An der Stelle macht das nichts. Genau. 22.000, also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall machbar. Jetzt bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Nein, sag mir nicht die... Oh, ich dachte gerade, die Keys reichen nicht aus. Ich dachte echt, die Keys reichen nicht aus. Und Dokamot? Ja, okay. Rip, Super Saiyan. Rip Bardock, GG OP-Leader. Und sein Team, weil Broly wird ihn jetzt, der wird ihn in der Luft zerreißen. Jetzt achtet drauf, jetzt macht er legit nicht so viel Schaden. nein, ist auf jeden Fall viel Schaden machen. Ja, langsam. Okay, nice. Jetzt, Broly, let's go. By the way, wirklich, also um es echt zu sein,
ganze Sache hinter dem OP-Leader ist, euch wirklich die Alternative zu zeigen. Und ihr seht, die Alternative funktioniert. Das Event schaffen wir auf jeden Fall an der Stelle. Vor allem, wenn jetzt Broly hier quasi alles raushaut, was er hier hat. Let's go, Broccoli. Wie viel Damage macht ihr? Was schätzt ihr? Mit einem Crit. Ich sag, mit einem Crit ist definitiv ein One-Shot. Wenn nicht, gucken wir mal. Crit. Broccoli, like legit. Alles klar, meine Freunde, so viel zu dem OP-Leader. Wie gesagt, es ist eine Alternative. Ich scherze gerne damit, aber ey, wirklich, es ist eine Alternative. Und ihr seht, die Teams kann man auf jeden Fall bauen und mit ihnen auch Dokumente schaffen. Ich hoffe, demnach hat euch alles gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ansonsten hoffe ich natürlich, alles hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.